Katharina, was bedeutet das für dich, ein European Shooting Star zu sein? Ich freue mich wahnsinnig, ein European Shooting Star sein zu können. Und es bedeutet, dass man viele Menschen treffen darf, die sehr toll sind, die tolle Filme machen. Und dass man eine ganz tolle Gruppe an anderen Shooting Stars kennenlernen darf. Welche Erwartungen, Hoffnungen verbindest du damit? Also diese Begegnungen eben, dass man hofft, dass man vielleicht neue Ideen bekommt, dass man interessante Gespräche führt, dass man inspiriert wird und neue Sachen rausfindet über Film. Was war dein Auslöser, wo du dir gedacht hast, ich will unbedingt Schauspielerin werden? Also ich glaube, es waren so viele Filme, die ich geguckt habe in der Kindheit, wo ich mich krass irgendwie identifiziert habe mit den Figuren und dann einfach wie so unbedingt in der Story leben wollte. Zum Beispiel? also als Kind habe ich halt ganz viel so Abenteuersachen geschaut, so Fantasy. Also ich war riesen Fan von diesen ganzen Franchises, also Harry Potter und Narnia und Star Wars und Star Trek und was auch. Also tatsächlich, mein Vater hat das alles geschaut und mir halt auch dann gezeigt. Das hat mich sehr begeistert als Kind. Ich wollte dann unbedingt dabei sein, auch in so einer Fantasiewelt leben und auch so, ja, genau. Warum gibt es bei uns keine Genrefilme? Ich habe gesehen, du hast bei Luna mitgespielt. Das war ja so eine Art Actionfilm, aber ja, Davon haben wir ja zu wenig im deutschen Kino, finde ich jedenfalls. Mhm. Ja, stimmt. Ich weiß es nicht genau, ehrlich gesagt. Da müssen Sie vielleicht jemand fragen, der sich besser auskennt, warum das schwierig was ist vielleicht. Was ist deine Meinung? Weil so ein Film wie König Laurin, den fand ich auch gut, ja, gibt es auch nicht. Es gibt ja halt, sag ich mal, für ARD und ZDF diese Märchenfilme, aber die erreichen nicht die Qualität von König Laurin. Ach, also ich weiß es nicht genau. Ich glaube, es ist so ein bisschen schwierig, vielleicht das zu finanzieren, wenn es so besonders ist oder so ausgefallen, kann ich mir vorstellen, dass man dann eher in Deutschland dann nicht das Risiko eingeht. Ist jetzt meine Vermutung. Aber genau, fragen Sie eine Person, die produziert. Wie du vielleicht. Uns doch, sorry. Ah ja, genau. Entschuldigung. Du hast jung angefangen, du hast in erfolgreichen Filmen und Serien mitgewirkt. Wie hat dich das geprägt, weil man so früh anfängt? Es war, glaube ich, für mich gerade so rechtzeitig, dass ich mich überhaupt getraut habe, ehrlich gesagt. Also ich hatte mit 16 das erste Mal eine Rolle eben bei König Laurin und da habe ich gerade parallel Abitur geschrieben und das war wirklich so super ungünstig, weil eben manchmal ich so vormittags eine Abiturprüfung hatte und nachmittags dann nach Italien gefahren bin zum Dreh. Aber es war halt gleichzeitig auch so zeitlich einfach so ein bisschen wie so letzte Eisenbahn, bevor ich irgendwie was anderes gemacht hätte. Und es war jetzt mit Deutsches Haus wieder so ein richtig gutes Timing, dass ich quasi das erste Mal so eine große Hauptrolle bekommen habe, direkt nach der Schauspielschule, dass man sich eben dann ja vielleicht einfach mehr doch zutraut, dass es klappen kann in dem Beruf. Ja. Wie hast du die Rolle bekommen für Deutsches Haus? Ach, ganz normal, mit einem Casting. Also ich habe erst ein Video gemacht von zwei Monologen. Das ist vielleicht nicht ganz normal, also es war schon ein sehr aufwendiges E-Casting. Auch mit ganz viel Material, das gleich mitkam, was, glaube ich, auch super wichtig ist bei so einem irgendwie schwierigen Thema. Mhm. Dass man irgendwie so weiß, was ungefähr die Idee dabei ist. Und dass man eine schwierige Aufgabe vielleicht schon mal als Casting macht. Und dann gab es noch Live-Runden. Da war dann zum Beispiel Thomas schon besetzt und dann habe ich in der letzten Live-Runde mit Thomas gespielt. Haben Sie da schon überlegt, kann ja sein, dass du sprachlich nicht so begabt bist mit dem Polnischen, weil du musstest ja Polnisch sprechen in dem Film. Ja, nee, genau. Da war tatsächlich, habe ich in meinem Vorstellungsvideo einen Satz so auf Polnisch gesprochen, nur um so zu zeigen, dass es theoretisch geht. Also ich glaube, der Satz war einfach nur, ich hatte den halt nachgeguckt, weil ich konnte überhaupt kein Polnisch davor. Ich hatte so nachgeschaut, was heißt, ich kann Polnisch lernen. Sie haben nicht nach einer Person gesucht, die Polnisch kann oder ah, so. Ah, okay. Genau. Deutsches Haus ist die zweite deutsche Disney-Serie nach Sam der Sachse. Wie findest du das, dass es so wenig deutsche Serien bei den Streaming-Anbietern gibt? Ach, es gibt doch einige Serien bei Streaming-Anbietern. Ja, aber bei Disney gibt es nur zwei. Apple dreht gerade die erste. Ja, ich glaube, dass Disney erst jetzt angefangen hat, in Deutschland Serienformate rauszubringen. Also ich glaube, es liegt einfach daran, dass es noch relativ neu ist, dass es noch nicht so viel gibt, aber die haben ja schon ein sehr in sich verschiedenes Programm erstmal rausgebracht letztes Jahr.
wo ganz viele unterschiedliche Genres auch vorkommen. Wie hast du dich auf die Rolle vorbereitet? Hast du irgendwie Bücher gelesen über das Thema? Weil das verwundert mich ein bisschen. Ich bin in der DDR groß geworden, also ich, als Schüler bin ich nach West-Berlin gekommen und ich kannte halt eine Menge über die Zeit und mich wundert das immer, dass Leute, die in Westdeutschland groß geworden sind, nicht so viel Ahnung haben oder noch nie sich ein KZ angeschaut haben. Mhm. Weil hier in Berlin, in Sachsenhausen, ist ja nicht weit von Berlin. Ja, ich glaube vor allem halt in der Zeit, wo Deutsches Haus spielt, hatten die Leute davon nicht so viel Ahnung, weil, also erstens wollte niemand drüber sprechen, weil ja die Generation drüber unmittelbar beteiligt war und dann stand es nicht im Lexikon und es wurde nicht unterrichtet. Genau, das ist auf jeden Fall krass gewesen. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen, aber eben Annettes Familie, also Annettes Mutter, Annette Hess, die Autorin, hat das irgendwie total ähnlich erlebt. Genau, und ja, wir haben in der Vorbereitung total viel gesprochen, gelesen, angeschaut. Ich frage auch immer richtig gerne nach so Vorschlägen von ähnlichen Filmen oder Sachen, an denen sich irgendwie orientiert wurde. Das haben wir ganz viel gemacht und geprobt. Was habt ihr da angeschaut? Ach, total verschiedene Sachen. Sachen über das gleiche Thema, Sachen in der gleichen Zeit. Auch zum Beispiel Dokus, einfach informative Dinge, fiktive Dinge. Genau. Oder auch manche Sachen, die einfach nur das Kamerakonzept erklären sollten, irgendwie, die jetzt nichts mit dem Thema zu tun haben, um so zu verstehen, für wie viel Abstand man am meisten spielen wird oder so. Also auch solche Sachen, zum Beispiel ganz technisch, haben sie einem schon so vorher geholfen. Ja. Was denkst du über Streamingdienste? Sind das eine Konkurrenz für das normale Fernsehen und das deutsche Kino? Das ist auch wieder eine Produktionsfrage. Ich weiß nicht, weil... Die Leute, ich habe den Eindruck, schauen eher Streaming-Anbieter an. Und ich sehe ja bei ARD und ZDF, es gibt Instant-Serien, Comedy-Serien, die denken sich schon seltsame Namen aus. Ja. Wie siehst du das? Weil Konkurrenz kann ja beflügeln. Entweder du veränderst dich, weil manche finden ja Netflix freier, wenn sie für Netflix arbeiten können. Mhm. Wie siehst du das? Ich glaube, dass ich wirklich das nicht. Also, ich glaube, dass es wirklich hauptsächlich die Produktionsebene betrifft. Also, als Schauspielerin. Oder wie waren die Arbeitsbedingungen bei dieser Serie? Ich weiß nicht, wie Disney jetzt so drüber schaut, wie bei der ARD und ZDF weiß ich, dass dann x Redakteure mit drin hängen, vielleicht und dann mehr Einfluss nehmen. Aber ich glaube, dass es bei Filmen ja auch so ist. Also, dass generell. Also, da werden ja dann Produktionsfirmen dann Mitsprache haben. Also ich glaube, dass es ja immer eine Zusammenarbeit ist zwischen den quasi kreativen Köpfen, also der Regie oder den Drehbuchautoren und den Leuten aus der finanziellen Ebene. Also ich glaube, dass es ja immer so eine Zusammenarbeit ist, sich da irgendwie zu verständigen oder irgendwie zu einigen auf Kompromisse. Und das ist, glaube ich, von Produktion zu Produktion unterschiedlich schwierig oder leicht, je nachdem, inwiefern man das gleich sieht oder nicht. Natürlich ist bei Streamern, es sind die Arbeitsbedingungen eben und auch so die, wie viele Minuten man am Tag dreht, näher dran, wie man für das Fernsehen gedreht hat, als jetzt für Kino, da hat man ja oft mehr Zeit für weniger Minuten. Genau. Aber abgesehen davon weiß ich nicht, ob ich genug Erfahrung habe, um jetzt die ganzen Sachen so untereinander zu unterscheiden, weil sich ja auch nochmal jede einzelne Produktion so sehr unterscheidet. Was hast du dir zuletzt angeschaut, im Kino oder bei einem Streaming-Anbieter oder bei ARD, ZDF? Zuletzt den Eröffnungsfilm. Also das war das letzte Mal, wo ich Zeit hatte, was anzuschauen. Und davor die Filme von den anderen Shootingstars. Ah, okay. Das habe ich diese Woche, ich habe eigentlich sehr viel angeschaut diese Woche, glücklicherweise. Ja. Welche Auswirkungen hat der Covid auf dich, die Quarantäne? Auf mich persönlich, ich war da ja gerade im Studium, im Schauspielstudium, da war eigentlich, also hatte ich total das Glück, dass wir da ja in so einer festen Institution waren, die sich auch so gekümmert hat, dass wir Aufgaben bekommen, dass wir weiter lernen, dass wir Szenen arbeiten, also was man halt macht an der Schauspielschule. Man kriegt halt so, wie nennt man das, Probenwochen abgesteckte mit dozierenden Personen und arbeitet dann eben eine Szene und einen Monolog. Und das haben wir auch eigentlich so weitergemacht während der Zeit und haben dann einmal draußen in einem Amphitheater gespielt. Das war richtig toll.
Also ihr hattet nicht nur E-Learning, sondern ihr hattet wirklich so Präsenzunterricht in dem Sinn. Beides. Nee, wir hatten erstmal eine Zeit lang E-Learning und dann haben wir aber angefangen, einfach draußen zu spielen. Im Englischen Garten gibt es so ein Amphitheater, da haben wir dann einmal aufgeführt. Aber das war eigentlich eine richtig tolle Erfahrung. Du bist auch als Sängerin aktiv. Was verbindet dich bei Musik und Schauspiel? Na, ich weiß nicht. Ich glaube, es gibt so ein Saying, das ich mal in England gehört habe, an irgendeiner Schauspielschule, die so meinten, dass eine Figur, wenn sie, also in diesem Shakespearean Sense, wenn sie irgendwie extremer wird, dann fängt sie an zu reimen und wenn sie noch extremer wird, dann fängt sie an zu singen. Also es ist wie so, es ist einfach so intensiv, glaube ich, singen. Eine Ausdrucksform, die so was ganz Emotionales hat und so was krass Pures auch haben kann oder was Performatives auch haben kann. Also es ist total das tolle Ausdrucksmittel für mich einfach. Laut deiner Vita bei der Agentur lebst du in London. Warum bist du da hingezogen? Ich bin jetzt vor 2 Wochen nach Berlin gezogen. Aber ich weiß noch nicht so ganz, wie lange ich da bleibe. Ah ja. Ja, stimmt, das ist noch sehr frisch tatsächlich. Ja, weil jetzt hier so viel stattfand durch Shooting Stars auch, dass es sich auf jeden Fall gelohnt hat. Wie hat dich das Allgäu geprägt? Was verbindet dich heute noch mit deiner Heimat? Im Allgäu, ja, da bin ich aufgewachsen. Ich würde sagen, dass das Allgäu mir andere Perspektiven gezeigt hat als jetzt in der Stadt zum Beispiel. Also es gibt da viele Menschen, die einfach einen anderen Horizont haben oder andere Dinge einfach kennen, was, weiß ich nicht, einfach interessant war auf jeden Fall dann und auch mich, glaube ich, dazu bewegt, jetzt auch viel reisen zu wollen, dass man so verschiedene Orte sieht und ich fahre immer noch richtig gerne nach Hause und so. Ist auch sehr schöne Landschaft dort. Aber auf jeden Fall habe ich, glaube ich, total das Bedürfnis, viele Orte zu sehen und viele verschiedene Kulturen kennenzulernen.